Einst lebten die Bewohner von Ærø vom Fischfang, heute von der Liebe. Wer die dänische Insel besucht, will meistens nur eines, so schnell es geht unter die Haube. Wie Aline und Caroline. Die Brasilianerinnen wohnen und studieren in Irland und möchten heiraten. Hier im Danish Island Wedding Büro dauert die Anmeldung nur ein paar Minuten. Wir müssen erstmal eure Dokumente prüfen. Das Ganze dauert gerade mal 10 Minuten. Wir wollen einfach nur sicherstellen, dass das richtige Paar heiratet und dass ihr auch die seid, die ihr wirklich seid. So, ich brauche hier noch die Unterschriften und dann ist alles perfekt. Wenn ihr dann zusammen zum Standesamt geht, das ist nur 5 Minuten von hier entfernt. In Irland ist es ziemlich kompliziert für uns zu heiraten. Das dauert ungefähr 6 Monate für uns, weil wir eben keine Iren sind. Und hier geht es einfach und schnell. Und jetzt sind wir hier. Vor 10 Jahren gründeten Louisa Moloney und ihre Schwester Yuki die Heiratsagentur. Die bürokratischen Hürden, Papierkram und Urkunden, die gerade bei Paaren verschiedener Nationalitäten benötigt werden, fallen hier weg. Für wenige 100 €, je nach Paket, kann hier jeder jeden heiraten. Auch gleichgeschlechtliche Trauungen, die in vielen Ländern verboten und sogar unter Strafe gestellt sind, können zelebriert werden. Was passiert ist, wir sind einfach eine globalisierte Welt geworden. Die Menschen verbringen nicht mehr ihr gesamtes Leben in einem Land und heiraten das Mädchen von nebenan. Sie möchten um die ganze Welt reisen. Sie wollen sich nicht mehr in dieses alte bürokratische System zwängen lassen, das wir in Europa haben. Keine 5 Fußminuten entfernt liegt das Standesamt von Ærøskøbing. An diesem Samstag ist der Rush Hour für Brautpaare. Heiraten hat hier immer Saison. Ich schmeiß mal die Zigarette weg. Und wann heiraten Sie? Jetzt um 10. Entschuldigung. Und warum hier? Er ist serbischer Staatsangehöriger und er braucht ganz viele Unterlagen aus Serbien und daher. 25 Paare aus 14 Nationen wollen sich heute das Ja-Wort geben. Und zwar im streng vorgegebenen 15-Minuten-Rhythmus. Wedding-Planner Jörg Lanske vom Büro Speed Heirat kommt selbst kaum noch hinterher. Pro Jahr haben wir so um die 400 bis 500 Trauungen, die wir selber organisieren. Allgemein, letztes Jahr waren hier, glaube ich, 4.600. Es kommen auch viele privat. Viele möchten eine Agentur, dass wir das alles organisieren. Doch nicht nur die Liebe, sondern auch die pure Not treibt manche Paare an diesem Samstag vor den Standesbeamten. Die Brasilianer Luciana und Fred wohnen in Essen und müssen so schnell es geht heiraten. Sonst bekommt Fred kein Arbeitsvisum. In Deutschland war das ein Albtraum. So viel Bürokratie, das hätte 3 Monate gedauert. Und dann hat uns ein Freund von Dänemark erzählt. Es war so eine Erleichterung. Es dauerte nur 2 Wochen und dann hatten wir die Papiere. Die Geschichte der beiden ist kurios. Sie hatten schon in Brasilien geheiratet. Allerdings steht auf ihrer Heiratsurkunde eingetragene Lebensgemeinschaft. Das zählt in Deutschland nur bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Jetzt geben sie sich erneut das Ja-Wort. Hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau. Für Alexei und seinen Freund Alexander geht heute ein Traum in Erfüllung. In ihrer alten Heimat wird ihre Liebe nicht toleriert. Gleichgeschlechtliche Hochzeiten werden in Russland nicht akzeptiert. Deswegen sind wir nach Dänemark gekommen. Alexei und Alexander wohnen mittlerweile in Berlin und arbeiten in der IT-Branche. Nur noch eine kurze Überprüfung der Pässe und dann steht ihrem Glück nichts mehr im Wege. Das ist alles sehr emotional. Das ist einer der wichtigsten Tage in meinem Leben. Ich bin wirklich sehr berührt. Ich frage dich, Alexei Bitnek, willst du Alexander Krajinov zum Ehegatten nehmen? Ja, ich will. Hiermit erkläre ich sie für rechtmäßig verheiratet. Sie dürfen sich jetzt küssen. Es braucht nur 5 Minuten und 120 € Gebühr.
Standesbeamtin Tina Eriksen traut fast 1000 Paare im Jahr. 8 Jaworte hat sie heute noch vor sich. Die Paarungen lesen sich wie die Auslosung zur Fußball-WM. Irland, Indonesien, Belarus, Deutschland, 2 Russland. Sind da auch manchmal welche mit falschen Papieren drunter, die einfach nur so heiraten wollen, weil sie also die Staatsbürgerschaft erreichen wollen? Nicht in diese. Da ist keiner mit falschen, weil das ist alles kontrolliert. Und wenn wir die Dokumente kriegen, kriegen wir das immer per E-Mail zuerst. Da kontrollieren wir, wenn was anders aussieht, wenn ein neues Dokument ist, das wir nicht früher gesehen haben, dann wird es zur Polizei geschickt. Letztes Jahr hatten mehrfach Paare versucht, mit falschen Papieren zu heiraten, um so an eine Aufenthaltserlaubnis in der EU zu gelangen. Diese Familie ist einfach nur froh, es geschafft zu haben. Haben Sie geheiratet, die Familie gerade? Die Tochter von mir. Ah, ja. Und warum hier gerade? Weil hier geht es leichter als in Deutschland. Ah, okay. Warum? Dort verlangen die viel Papier. Gerade wenn man aus einem Heimatland, sage ich mal, als kleines Kind geflohen ist, etc., dann ist es sehr schwer, diese Dokumente zu besorgen. Und viele Kunden, die schon deutsche Staatsbürger sind, in Deutschland aber nicht heiraten können, weil es halt zu viele Dokumente sind in Deutschland. Dann folgt eine Heirat, die einen Nicht-EU-Bürger zu einem EU-Bürger machen wird. Eine junge bulgarische Frau wartet mit ihrem künftigen Mann, der seine Nationalität nicht verraten will, auf die Trauung. So richtig glücklich scheinen beide nicht. Sie heiraten heute mal? Nein, er heiratet. Sie? Ja. Wo kommen Sie her? Aus Berlin. Okay. Kommen Sie in Deutsch? Ja. Wo kommen Sie her? Sie kommen aus Bulgarien. Ja. Und Sie heiraten heute? Wie lange kennen Sie sich schon? Sie kann nicht Deutsch sprechen. Warum heiraten Sie heute hier? Warum? Das weiß ich nicht, muss man ihn fragen. Nicht in Deutsch. Weil hier mein Freund ist schon da. Deswegen. Ich habe Bekannte. Weil Deutschland gibt es, ich habe keine bekannte Leute. Deswegen. Haben Sie einen deutschen Pass oder einen? Nee, ich habe keinen deutschen Pass. Für Alina und Caroline drängt die Zeit. In einer Stunde geht ihre Fähre zurück aufs Festland. Ist das aufregend für Sie? Ja, sehr. Was geht Ihnen gerade durch den Kopf? Ehrlich gesagt bin ich sehr nervös. Dann werden noch die Hochzeitsringe überprüft und es geht zur lang ersehnten Trauung. Die 2 Studentinnen sind das letzte Brautpaar an diesem Tag. Für die Hochzeitsreise werden sie im Land bleiben. Honeymoon in Dänemark. Caroline Karen Sequeira Silva, willst du Alina Albas de Aranjo zu deiner gesetzmäßigen Frau nehmen? Ja, ich will. Ihr dürft euch jetzt die Ringe anstecken.